Hallo, ich zeige euch heute mal, was ich mit der alten Jeans von meinem Vater gemacht habe. Hier seht ihr gleich mal, wie sie angezogen aussieht. Ich habe festgestellt, dass man eigentlich nur an den Seiten Stoff wegnehmen müsste und dass die Jeans eigentlich vorne und auch hinten von den Taschen und vom Hosenstall her ganz gut passt. Vorne habe ich mir dann überlegt, bringe ich noch so Abnäher oder Falten ein, aber da seht ihr dann später, wie das geworden ist. Ich habe jetzt erstmal angefangen, die Gürtelschlaufen am Bund abzutrennen und hinterher auch noch den Bund an sich. Dabei habe ich aber am Knopf und am Knopfloch das Stück noch dran gelassen, denn das wäre ja sinnlose Arbeit, das dann im Nachhinein wieder dran zu nähen. Bei den Steppnähten aus der Industrie habt ihr meistens den Vorteil, dass der Unterfaden in Schlaufen gelegt ist. Auf einer Seite müsste dann der Anfang sein und wenn ihr den erstmal habt, könnt ihr den Unterfaden, wie ihr es hier seht, einfach rausziehen. Hier schneide ich erstmal grob die Hosenbeine ab, um mir aber für später noch die Möglichkeit offen zu lassen, sie einfach hochzukrempeln. Ich schneide die Seitennähte dann komplett raus, weil wir die sowieso nicht gebraucht haben und am Ende werde ich dann mit dieser ganzen Hose viel besser arbeiten können. Von den vorderen Hosentaschen konnte ich mich dann auch schon mal verabschieden, weil ich die dann später sowieso viel zu eng zunähen werde und mit der Hand nicht mehr reinkomme. Ich lege hier auch schon mal die beiden Falten, die am Ende total unvorteilhaft aussehen werden und das war mir auch bewusst, aber ich wollte es trotzdem mal testen. Ich stecke mir nach Gefühl und Augenmaß die Seitennaht von meiner Shorts schon mal vor, um gleich mal zu schauen, wie es aussieht. So, das sah dann auf jeden Fall schon mal relativ gut aus. Ich war zu diesem Zeitpunkt auch noch ziemlich zufrieden mit meinen Falten, die ich vorne gelegt habe, bis ich sie dann später festgebügelt habe. Hier stecke ich mir die Nadeln dann wieder um und beginne erstmal oben etwas wegzuschneiden, weil mir das viel zu hoch war. Und an den Seiten schaue ich dann, dass ich nicht zu nah an die hinteren Taschen rankomme, weil das dann komisch aussehen würde. Und bei den vorderen war es mir ja wie gesagt egal, ob ich die Taschen noch verwenden kann oder nicht. Ich habe sie einfach dann weggeschnitten. Und besser einmal zu viel anprobiert, als einmal zu wenig. Hier hatte ich noch ziemlich viel Hoffnung, dass die Falte am Ende gut aussehen wird, also habe ich sie mit viel Druck und Dampf gebügelt. Die Seitennähte stecke ich mir natürlich vor und achte dabei darauf, dass ich die inneren Hosentaschen mitfasse. Zum Nähen an der Maschine habe ich dann eine 100er Jeansnadel eingesetzt. Die Aufnahmen, die ihr hier seht, sind teilweise 700-fach verschnellert. In Wirklichkeit habe ich gerade an den dicken Stellen jeden Stich einzeln gesetzt und gewartet, bis sich die Nadel abgesenkt hat und wieder zu mir zurückkam. Sonst bekommt ihr ein unsauberes Stichbild und am Ende Löcher in der Naht. Ich versäubere die Nähte nach dem Gradstich dann zusätzlich auch nochmal mit einem Overlockstich. Auf dem Rest der Jeans waren alle Nähte doppelt abgesteppt, also habe ich das bei den Seitennähten auch gemacht. Den Bund schneide ich hinten in der Mitte erstmal ab. Dann beginne ich, ihn von vorne gleichmäßig an die Hose zu stecken. Ich will, dass die Naht vom Bund hinten genau in der Mitte liegt, damit ich sie dann mit einer der Gürtelschlaufen überdecken kann.
Bei Jeans trenne ich den Bund immer noch mal komplett auf, damit ich ihn dann hinten einlagig zusammennähen kann. Dann wird es einfach nicht so dick. Es lohnt sich, auch das kleine Stück nochmal fein säuberlich zurechtzubügeln, damit ihr es am Ende leichter habt, den Bund anzunähen. Ich steppe jetzt den Bund von außen rundherum ab und achte dabei darauf, dass ich die Unterseite immer schön mitfasse und sich keine Falten bilden. Bei der nächsten Anprobe habe ich dann auch endlich mal festgestellt, dass meine Falten total unvorteilhaft aussehen. Besonders wenn man die Beine bewegt, hat man eigentlich überhaupt nichts davon und es trägt am Bauch nur auf. Außerdem wusste ich dann ungefähr, wie kurz ich die Jeans haben will und habe auch das nach Augenmaß abgeschnitten. Meine Falten habe ich dann einfach zugenäht und darauf geachtet, dass ich oben nicht in den Bund reinnähe. Die Taschen sind von innen natürlich hässlich geworden, aber ich weiß ja sowieso, dass ich die nicht brauchen werde, also war es mir egal. Die Gürtelschlaufen nähe ich dann einfach oben und unten mit einem engen Zickzackstich an. Ich habe die Hosenbeine dann doch nicht hochgekrempelt, sondern angefangen, einen ganz normalen Saum vorzubereiten. Ich fand einfach, dass die Hose an sich schon ziemlich alternativ aussieht, allein durch die Farbe, und hochgekrempelte Hosenbeine das dann einfach noch übertreiben. Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Endergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird und dass es am Ende genauso sitzen kann wie eine Kaufhose auch. Ich denke, mit dem Gürtel würde sie Obelix genauso tragen, denn sie sitzt mir gefühlt fast unter der Brust. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen mit meinem Video und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!